Hallo und willkommen zurück zu Ancestors. So, wir haben ja letzte Folge entdeckt, oder ich habe entdeckt, wie man kämpft. So, trinken sie jetzt alle? Ich hoffe doch. Okay. Ich bin am überlegen, ob ich einen Jungen noch mitnehme, weil die sind halt einfach stärker. Ich habe ja auch, also ich habe ja auch eine Zeit lang immer die Greise mitgenommen. Folgen die mir? Nee, gut. Aber so, mir folgen. Ich glaube tatsächlich, dass ich es besser finde, wenn mir ein Junge folgt. So. Weil ihr kennt die Jungen, sind stärker. Kann ich hier nachahmen? Okay, guck mir zu. Okay, guckt ihr mir alle zu? So, sehr schön. Dann nehmen wir das. Und zack. Ups. Seht ihr das alle? Ah, ich glaube, das können die noch gar nicht begreifen. Ich habe die jetzt zwar aufgescheucht. Ich hatte jetzt schon den Stein in der Hand, deswegen habe ich jetzt die Stöcke nicht abgezogen. Die ist halt auch so schnell aus. Ausdauer ist so schnell runter. Was stimmt denn nicht mit der? Also, die ist irgendwie echt. Weiß nicht. Also, ich weiß ja, ich habe gesagt, jetzt nicht mehr so, ob es klug ist, mit ihr zu gehen. Weil die hat jetzt auch schon zweimal verkackt. Also, bitte sag mir nicht, dass, weil es ein Weibchen ist. Also. Denn, nee, jetzt mal ohne Witz. Ist das ein Weibchen? Ist die deswegen schlechter? Nein. Ist auch weiblich. Du? Bist männlich. Ja, wir gucken mal. Bin ich ehrlich, wir gucken mal, wie sich das so ergibt. Ne? Ich meine, gut, die Männchen haben auch ein bisschen eine andere Statur. Ich hätte eigentlich... Ja, kriegt sie das Richtige? Die hat einen Stein. Ja, sehr schön. Gib mir deinen Gegenstand. Und... Ich kann sie jetzt nicht dazu bewegen, das aufzuheben. Okay. Ah, Mädel. Ist halt alles nicht so einfach. Okay, C. Das jetzt hast du es. So, und wir machen jetzt zack. So, und gucken mal, wo hier der Smaragd liegt. Da liegt der Smaragd. Mit dem ging das hier, glaube ich, schneller. Zack. Oh, das lag daran. Also, wir dürfen vielleicht auch nicht beides, also zwei Sachen in der Hand haben. Okay, es geht doch nicht so viel schneller. Wir probieren es mal aus. Auf jeden Fall müsste sie sich ja jetzt verteidigen. Das ist krass. Also es wäre halt echt krass, dass, wenn es jetzt wirklich... Ich meine, kann jetzt auch sein, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Übung. So, komm mit. Okay. So. Dann ziehen wir jetzt los. Das sind ja nur wir beide. Wieso hast du Durst? Wir haben vorhin... Okay, sind nicht nur wir beide. Die kommen schon wieder alle mit. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie mir alle folgt. Ich würde halt auch gerne nochmal was trinken, weil der eine ist jetzt gerade irgendwie da, ne? Am Sterbseln. Weil er nicht trinkt. Gucke, so trinkst du. Trinken. Alle trinken. Ja, auch du da hinten. Trinken. So, dann muss ich jetzt gleich allen sagen, dass sie da bleiben sollen. Aber ich sehe es jetzt erst. Die haben tatsächlich Unterschiede. Also die männlichen Affen, die haben mehr Muskeln. Die weiblichen haben halt so ein bisschen
Schlauchbrust, könnte man sagen. Und die männlichen haben tatsächlich eine kleine Ausbeulung zwischen den Beinen. Daran merkt man halt schon so, dass normal ist das nicht, nicht? So. Vielleicht nehme ich noch einen männlichen Affen mit. Du bist auch Männchen, ne? Ja. Okay, dann gebe ich dir das. Okay. Hast du es genommen? Ja. Sehr schön. Nee, hast du nicht. Was habe ich dir... Habe ich irgendwas gegeben? Nee. Die Hand wechseln, ne? Und dann... So, hier, nimm. Ich habe schon wieder die Hand gewechselt. Ey, ohne Witz, C und X sind einfach viel zu nah beieinander. Oh, das ist so peinlich. Brauche ich 50 Jahre, bis wir überhaupt hier losgehen. Okay. Du folgst mir bitte. So, wir gehen jetzt mal auf die Jagd. Wir verscheuchen jetzt mal diesen Eindringling, der bei uns vor der Tür ist. Und dieses kleine, wundervolle Wesen auf meinem Rücken kommt mit. So. Ja? Wir beide, wir machen das. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich es richtig sehe, da hinten ist das Wildschwein. Wir holen uns das Wildschwein, würde ich sagen. Außer... Nee. Der G to the part. Na, ich weiß nicht, ich weiß. Mein Mann sagt auch immer, es ist ein Säbelzahntiger, das ist kein Gepard. Aber ich, ja, ich bin halt blöd, okay? Okay. Nee, ist tatsächlich, das Wildschwein ist das am weitesten oder das einzige, was hier so in der Nähe momentan so Lauschen gibt. So, dann riechen. Nee, ich wollte riechen. Okay, also erst das, dann riechen. Okay. Wunderschöne Gerüche. Oh. Wunderschöne Musik. Ich meine, ich weiß jetzt halt echt nicht weiter. Ich muss jetzt ein bisschen was riechen, damit wir halt irgendwie weiterkommen, ne? Also mir wurde ja schon gesagt, dass man sehr, sehr weit... Blinder Gehorsam hat das geschrieben. Dass man sehr, sehr weit hier kommen kann. Das werden wir auch tun. Na, komm her. Komm her, komm her, komm her. Lass uns gegeneinander kämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Jetzt habe ich ein bisschen verkackt. Gib mir bitte den Gegenstand. Es sah schon so ein bisschen salzig aus, ja, wie er das aus der Hand genommen hat. Okay, wo ist er? Bist du da? Hä? Oh nein. Da. Achso, das... Das bist du. Okay, wir gehen mal vorne ans Wasser und gucken mal, ob es da die, zum Beißen gibt. Da ist das Wildschwein. Ich will jetzt aber zum Säbelzahntiger. Der ist, glaube ich, nämlich auch hier runtergelaufen. Weil, oh, da ist noch ein Wildschwein. Sind das doch zwei Wildschweine? Entschuldigung, wenn das jetzt zu laut war. Das sind zwei Wildschweine. Oh Gott. Was haben wir da oben? Kleine Äffchen. Okay, was haben wir hier? Wieso sind hier kleine Äffchen? Wieso sind die kleinen, ganz kleinen Äffchen hier? Weil ich angegriffen wurde und weil der dann gerufen hat und weil die dann alle gekommen sind? Ey Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Wieso kommen die denn immer? Ruft ihr die irgendwie automatisch? Oh Gott, oh Gott. Was ist das für Musik? Warte. Wo ist der? Wo ist das? Hä? Errichte eine neue Ansiedlung. Hab ich doch schon. Hä? Ich bin gerade voll verwirrt. Ohne Witz. Wieso kommen die jetzt alle mit? Ich habe doch niemanden eingeladen, nur den einen. Oh.
Okay, sehr schön. Ist wieder was ausgereift. Okay. Kann ich hier irgendwie Fokus, Fokus? Das will ich ja nicht. Da oben sind auch noch zwei Wildschweine. Ich hätte mich halt gefreut, wenn ich noch was aufgedeckt hätte. Aber warum sind die Kleinen mitgekommen? Ey, das ist meine Art, ne? Also, meine Art stirbt aus, wenn die hier mit rumlaufen. Okay, wir müssen ganz, ganz schnell zurück. Okay. Wir stehen mal auf. Ah, wir können auch weiter sehen, wenn wir aufstehen. Das ist sehr schön. Ich meine, ja. Können wir? Nice. Dann wissen wir schon mal, wo die Kapoka sind. Das ist immer gut. Okay. Okay, jetzt lauschen. Da unten sind die Wildschweine. Aber der ist wohl gar nicht da. Also wir haben ja auf jeden Fall nochmal ein Wildschwein hier oben. Ja, der Schmerz lässt nach. Irgendwann. Hoffe ich. Wo ist denn? Okay, da unten. Was ist das? Was ist das? Ist das das Wildschwein oder? Ja, es ist das Wildschwein. Wo ist das andere Schwein? Ich meine, es ist jetzt blöd, weil mein Bein gebrochen ist, okay? Aber ich habe schon so das Bedürfnis, ihm weh zu tun. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss, wenn er jetzt ankommt. Ich meine, okay, gut, da kann ich noch schnell die Hand wechseln. Okay. Das ist bestimmt hier irgendwo. Ich muss wechseln. Ich meine, es wäre halt auch nicht schlecht, wenn die ganzen Kinder das sehen. Andererseits habe ich halt schon ein bisschen Schiss, dass ich einen gebrochenen Knochen habe. Dass es vielleicht echt schief gehen kann. Okay, nee, komm, wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir heilen erstmal den Knochen. Und wir haben die ganzen Kinder dabei. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sind viel zu angreifbar. Komplett neue Musik. Die habe ich, glaube ich, noch nie gehört hier. Es hört sich irgendwie so nach Sahara an. Wüste. Gut. Also, wie gesagt, wir bringen jetzt erstmal die Kinder nach Hause. Okay. Ja, Leute, könnt ihr nicht auf die Kinder aufpassen? Jetzt mal ohne Witz. Nee, nee, nee. Okay, wir gucken mal, ob wir... Achso, wir können noch essen. Okay, so. Jetzt hinlegen. So, und dann Evolution. Bam, bam. Nice. Wir haben... Nee, aber das hier, ich will das hier. Geräuschewahrnehmung. Sehr schön. Wir haben ja eigentlich genug Energie. So, automatische Erkennung anderer bedrohlicher Individuen der gleichen Spezies in der Nähe des Zielobjekts möglich. Sehr schön. So, und dann haben wir angewandte Kraft. Oh, wir können jetzt bestimmt besser kämpfen. Drücke X, um einen Gegenstand von einer Hand in die andere zu wechseln. Halte Leertaste, um die Position zum Ändern einzunehmen. Folge dann den Anweisungen, die von der UI für kontextbezogene Aktionen vorgeschlagen werden. Während du nichts oder ein Werkzeug in der Hand hältst. Oh Gott. Okay, okay. Moment, Moment, Moment. Drücke X, um einen Gegenstand von einer Hand in die andere zu wechseln. Ja, das kennen wir. Halte Leertaste gedrückt, um die Position zum Ändern einzunehmen. Folge dann den Anweisungen. Ja. Ach, es ist einfach nur die Erfolgsquote aller Änderungen hat sich... Oh Gott. Seht ihr? Das ist, weil ich einmal nicht richtig gelesen habe. Dann habe ich mir gedacht, musste jetzt immer mal richtig lesen. So, okay.
Wie viele haben wir? Sind fünf, ne? Sind fünf. Ja, sind fünf. Okay, wir gehen jetzt nochmal ein bisschen kämpfen üben. Und dann können wir uns, glaube ich, am Ende der Folge schon evolutionieren, wenn es so weitergeht. Ne? Okay, es ist jetzt dunkel. Ach komm, aber wir sind topfit. Habe ich eigentlich die Expedition beendet? Ja. Ich gehe alleine. Ich gehe alleine. Ich alleine mit dem Kind. Okay. Ich hoffe halt, dass die Kinder nicht wieder mitkommen. Wir gehen jetzt geradeaus dahin, wo wir gefressen wurden. Und ich guck mal, das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass wir gegen ihn kämpfen. Naja, okay, gut, das vierte Mal, dass wir gegen ihn kämpfen, aber wir haben bis jetzt dreimal Erfolg. Also es wäre das dritte erfolgreiche. Also ich gehe von meinem Erfolg aus, ja? Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt nochmal einen Affen verliere. Andererseits wäre es halt gar nicht so schlimm, solange wir sechs Babys haben. Weil die können sich ja dann weiter, ne, vervollständigen. Da war die Leiche. Weil dann können wir die inspizieren. Und trauern. Weil das ist nämlich ja, glaube ich, ganz wichtig für die, dass die trauern können. Und wir hatten ja noch die Schlange, wo wir gar nicht die Zeit hatten, die auszunehmen und alles. Da waren wir ja erst dabei. So. War schon was? Ich würde ihn halt einfach gerne kommen sehen oder hören. Okay. Nee, nee. Sorry, wenn ich so ein bisschen leise bin. Ich versuche halt ein bisschen zu lauschen und zu hören, ob da was auf uns zukommt. So. Können wir irgendwas mit dem Körper machen? Weil wir können es irgendwie nicht analysieren. Was? Hä? Wir haben das doch kaputt gemacht. Okay. Müssen wir vielleicht beide Hände frei haben? Hab keine Ahnung. Hä? Wir haben doch gejagt. Das können wir jetzt nichts mehr mit dem machen. Okay, Kuh riechen. Kommt er? Okay, so. So, und dann. Ah. Was haben wir dann ge. Toll. Ah, super, super. Ich kann absolut nichts damit machen. Ich will rausfinden, was das ist. Oh, oh, oh. Da war's doch eben. Da war's doch eben, oder? Nee. Ich könnte Sinne anmachen. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass der einfach von irgendwo kommt. So, kann ich irgendwas damit machen? Inspizieren. Naja, gut, das ist ja den Stock inspizieren. Nicht das, was wir vor uns haben. Wieso kann ich da nichts mitmachen? Das ist so schade, ehrlich. Das ärgert mich gerade voll. Weil beim Wildschwein und so ging es doch auch. Ist es, weil er kaputt ist? Also weil die schon abgelaufen ist? Okay, wir gehen mal weiter. Vielleicht töten wir noch eine. Weil die sind ja relativ easy zu töten. Okay, die hören nichts. Es tut mir leid jetzt, dass du,
weiß nicht, ich dachte ehrlich gesagt, es geht ein bisschen voran, aber irgendwie. Da ist er. Dammste. Genau. Kann ich auch nicht irgendwie mitnehmen oder so, nee. Nee, schade. Okay. Was haben wir hier unten? Das waren ja auch... Oh. Oh, können wir stochern? Komm. Oh. Krass. Okay. Wie kriegen da Schnecken raus? Nice. Yum, 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 yum. Cool. Cool. Tja, Schlange. Komm ruhig. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich habe vor nichts mehr Angst. Ah, der Säbelzahntiger, der ist Tiger. Der Säbelzahntiger lässt sich einfach nicht mehr blicken. Der hat voll Angst vor mir. Tja, ich glaube, ich habe Respekt bei ihm geschaffen hier. Okay, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Wo ist er? Okay, lass uns kämpfen. Okay. Verdammt! Nein, nein, nein! Oh Gott! Ehrlich jetzt. Ich habe echt nicht gesehen, woher er kam. Ja, ja, komm, ich hab das jetzt schon irgendwie. Mist. Na komm, der hat doch schon gegessen. Der wird das Kleine doch wohl in Ruhe lassen. Ja, geil. Komm weg. Das ist jetzt Panik, ne? Purste Panik bei mir. Komm, geh hoch. Kletter hoch. Ach komm, du wirst ja wohl hier hochklettern können. Hä? Wieso frisst er nicht erstmal die andere Leiche? Ey, das ist doch unmöglich, irgendwas zu machen, ne? Ja, ich verfall in Panik und dann mache ich halt einfach nur Mist, ne? Ich weiß ja eigentlich, wie es funktioniert. Weg dann von mir. Oh Gott, ja. Der nächste ist auch gut. Ah, Mann. Okay. Die Frage ist halt, ob von den drei Verbleibenden irgendeiner noch Kinder zeugen kann. Ja, es ist halt sehr makaber, aber... Oder wir evolutionieren uns einfach mit 5. Und ja, ich könnte jetzt das Spiel neu starten. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt dann speichert, ob er jetzt schon gespeichert hat. Aber so ist das Spiel und ich habe es halt verkackt. Ja, und dann ist es halt so. Und da stehe ich zu. Dann ist das so, ne? Ist zwar echt ärgerlich. Ich bin auch gerade echt ein bisschen sehr enttäuscht von mir. Also wirklich sehr enttäuscht, dass das so schlecht gelaufen ist. Aber ich habe dann halt einfach Panik geschoben. Ich habe da komplett Panik geschoben. Ich habe nur noch geklickt. Schrecklich, schrecklich. Okay. Egal, wir schaffen das. Früher oder später schaffen wir das. Okay, also. Ich hoffe mal, es ist jetzt alles noch da. Ich hätte auch nicht in der Nacht losgehen sollen. Ich werd den auf jeden Fall noch kriegen. So, ich habe die ganzen Punkte, sie sind weiterhin da. Ja, ja. Ich habe 5 Nachkommen. Die werde ich jetzt auch nehmen. Ich werde dann einfach noch einen suchen. Und, ja. Ja. So. So, so, so. Dann haben wir nämlich die genetische Mutation. Das ist sehr schön.
Noch ein bisschen rumriechen. Oh, nice. Ich glaube, man levelt auch umso schneller, umso besser man halt riecht. Okay. Alles klar. Jetzt suchen wir die ganzen Junken. Das sind zwei, fünf Stück. So, du bist weiblich fruchtbar. Genau. Wir wechseln zu dir. So, ihr seid beide alt. Ich habe halt echt kaum Alte, ne? Ah, ein Kreis. Okay. Du bist jung. Komm mit. Ich rufe alle Jungen zusammen. Ich mach's mir ein bisschen leichter. Ich fange jetzt einfach an zu trinken. Dann kommen sie alle. Von überall. Okay. So, wir werden jetzt einmal Kinder zeugen. Damit wir den Fortbestand haben. Und dann gehen wir mal auf die Suche, dass wir vielleicht noch einen finden. Und guck mal, wie die wieder weglaufen. Ey, Jungs, bleibt mal hier. Ich will euch nichts tun. Wirklich nicht. Also nichts Schlechtes. So. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Hä? Wieso sind die alle weiblich? Ich bin weiblich, die beiden sind weiblich. Du bist der einzige Mann, oder was? Ich müsste ja... drei Männer und drei Frauen haben. Ups. Hat noch funktioniert. Sehr schön. Ah. Oh, buh, rufen sie alle. Wow. Wenn selbst Affen buh rufen. Okay. Okay, gut. Die reißende Strömung. Wir haben halt keine Kinder, die lernen nichts, ne? Ja, Leute. Ich weiß, dass ich das nicht gut gemacht habe. Das weiß ich tatsächlich, dass das nicht gut war. Rufe deinen Partner, komm her. Leg dich zu mir. Und mache Kinder mit mir. Während du herkommst, ruf mal. Haben wir die automatisch? Nee, das wird dann bei den nächsten, ne? Baby genetisch ausgereift. Die Körper von Juwu und Mitgliedern dieser Erblinie werden verbesserte Fähigkeiten haben, sich im Schlaf zu heilen. Oh, diese spontane genetische Mutation wird auf der nächsten Entwicklungsstufe des Stammes wirksam werden. Okay, nice. Aber die ganzen anderen sind halt verkommen. Ja? Ah ne, das hier ist ausgereift. Wegfindung. Drücke E, um deine erhöhte Intelligenz zu nutzen. Folge dann den Anweisungen. Okay. Aber das hier macht mich halt... Kurios. Cuties. Weil das müsste ja eigentlich ein Gefühlen sein. Wenn ich richtig davon ausgehe. Okay. Lass es uns tun. So, Leute, wisst ihr was? Aber bevor wir hier irgendwie Kinder bekommen oder sonst irgendwas, machen wir Folgendes. Ich wechsle hier auf den Kreis. Der muss nämlich losgehen. Und es geht nicht um Lernen oder sonst irgendwas. Es geht halt tatsächlich einfach nur darum, dass wir jetzt nochmal einen Jungen ranbekommen. Den brauchen wir nämlich. Huch, das war das falsche Geräusch. Oh, ausgereiftes Neuron, Geschicklichkeit. Tja. Oh, dass zwei gefressen wurden, das ist halt echt so bitter. Das ist wirklich so bitter. Müssen wir gucken, dass wir bessere Steinchen bekommen. Lass mal den hier. Aber vielleicht, wenn er furchtloser ist, kämpft er besser. Vielleicht lasse ich jetzt meine Kreise fressen oder gefressen werden, nicht? Ich habe halt immer nur noch drei Kreise. Das heißt, ich habe drei Versuche, diesen Gepard zu töten. Ha? Klingt doch gut, oder?
Nicht? Oh Mann. Das ist halt einfach so ärgerlich. Ich weiß nicht, heilt er sich, der Gepard? Weil wir ja auch jetzt 15 Jahre in die Zukunft gesprungen sind. Oder nicht so? Okay, ich höre mal, ob hier irgendwo in den Bäumen noch einer sitzt. Okay, was ist da? Ein Wildschwein. Okay. Was ist da? Ist noch ein Wildschwein. Okay, sehr schön. Ist irgendwo hier in den Bäumen ein Kollege von uns? Weil die sind ja normalerweise dann immer in der Nähe. Nee. Okay. Was, wie ist denn das? Ist da oben einer? Hab ich das richtig gehört? Hä? Was macht ihr denn da oben? Wieso kommen die alle mit? Habe ich irgendwas Falsches gedrückt? Komm, spring ab. Ich will nicht, dass die mitkommen. Bleibt mal bitte hier. Oder haben die sich berufen gefühlt, auf die Jagd mit mir zu gehen, weil ich den Affen da entdeckt habe? Leute, so nicht. Nee, 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 ihr bleibt bitte hier. Ich müsste doch alle noch Kinder zeugen. Wo kommen wir denn da hin? Oh, dass auch noch das Kleine gefressen wurde, ne? Das tut mir so in der Seele weh. Ein eingeprägter Gegenstand ist verbessert worden. Okay. Ihr bleibt bitte alle hier. Ich gehe los, um neue von uns zu holen. Das ist meine Mission. Und ihr bleibt bitte alle hier. Sonst, nein, 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 nein. So, die sitzen ja meistens hier auf so großen, dicken Bäumen. Und die werden ja auch, glaube ich, irgendwo in meiner Nähe immer rausgelassen. Damit ich sie auch finde. Okay, da ist schon einer. Okay, das sehe ich auch nicht von meinem. Oder ist dieses Rechtsklick automatisch, dass ich sie rufe? Hm. Okay. Noch eins weiter. Das ist halt auch die große Frage. Was er sie dann möchte, ne? Wo bist du? Huh. Ah, ja, 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 ja. Moment. Hä? Achso, ich muss ja hören. Ja, ja. Ah, da. Okay. Zack. Und anvisieren. Und wir haben dich. So, was möchtest du? Trinken, essen? Eine Frau? Ich habe alles, was dein Herz begehrt. Ist irgendwie eine richtig schlechte Position, die du da hast, ne? Vor allem weiß ich nicht, was du da oben willst. Das heißt, du musst den ganzen Weg jetzt nach unten. Was hast du? Kopfschmerzen und er greift sich an die Kehle. Das heißt, er hat Durst. Das heißt, ich muss den ganzen Weg runter und eine Kokosnuss holen. Okay. Der hat sich nicht abgefangen. Oh Gott. Also wie ich mein Glück jetzt kenne, riecht irgendeiner das Blut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, da unten. Da unten. Seht das? Okay, ein Wildschwein. Was bist du? Noch ein Wildschwein. Okay, Wildschweine sind okay. Also einigermaßen. Die sind halt nicht von Grund auf aggressiv. Oh Gott. Ich meine, gut, doch, die sind auch von Grund auf aggressiv. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, wir müssen schnell was. Wir müssen schnell unsere Medizin finden. Krabbel schneller. Oh Gott. Brauchen gleich erstmal eine Kokosnuss. Okay, sehr schön. Hier sind auch Steine. Wir lassen den Stock mal hier liegen. Ist schneller. Oh, die Musik, die ist glaube ich schon wieder beruhigt, oder? Kommt da was? Oh Gott.
Die haben doch bestimmt Angst vor Wasser, oder? Oh Gott. Ich hab voll Schiss vor denen, ne? Okay. Mit gebrochenen Beinen kann er aber echt gut noch im Wasser laufen. Ich meine, ja, die Welt gehört den Junken. Alles gut. Wir holen jetzt da eine Kokosnuss runter. Haben wir hier noch einen Kokosnussbaum? Nee, ist der einzige. Ich habe leider nicht mehr gefunden. Es tut mir leid. Ich hätte hier mehr zu essen gegeben. Oh Gott. Oh Gott, hört ihr es? Hört ihr es? Ja. Yep, 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 yep. Kann er sich damit begnügen und mich einfach in Ruhe lassen? Mich einmal in Ruhe lassen, okay. Bitte. Was mit dem anderen Warzenschwein? Das guckt einfach zu, oder was? Das ist auch noch der mit dem Speeren. Seht ihr? Der hat immer noch meine Speere in sich stecken. Komm, bedroh ihn. Sei bedrohlich. Okay. Das ist halt einfach. Oh Mann. Leute. Leute, Leute, Leute von heute und morgen. Jetzt kommt wahrscheinlich das andere Warzenschwein an und denkt so, meine. Nein, schmeiß doch die Kokosnuss nicht weg. Braucht sie doch. Okay. Oh, die sind jetzt alle einfach hier. Ich weiß nicht, ob das. Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, ne? Hast du aufbekommen? Nee, hast du nicht. Hat trotzdem Level abbekommen, ne? Naja. Okay, jetzt hast du es aufbekommen, ne? Okay, lass den Stein bitte fallen. Genau, die Kokosnuss nimmst du mit. So. Dann können wir uns eigentlich den Knochen schnappen, weil ich glaube, damit kann man auch kämpfen. So, zack. Und dann stirb bitte nicht. So, hier auf dem Großen war der drauf, ne? Ja, da, ganz oben. Das sehe ich schon. Der Knochenbruch wird ja jetzt auch gleich ein bisschen besser. Oh, bitte sag mir nicht, dass der schon wieder kommt. Der kommt schon wieder. Okay, Leute, Leute. Bedrohen. Oh Gott. Der stirbt halt gleich einfach. Ich muss ihn ausruhen lassen. Okay. Stehst du hier nochmal? Ja, du stehst hier. Gut. Okay. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ja, die Folge ist heute ein bisschen länger, dadurch, dass ich so verkackt habe. Denn, ja. Also ich denke mal, ich werde es bis nach oben schaffen. Also ich hoffe es. Das war's. Hat er die Kokosnuss fallen lassen? Hat er die scheiß Kokosnuss fallen lassen? Der hat echt die Kokosnuss fallen. Nee, hat er nicht. Ups. Entschuldigung. ja, ich habe ihm jetzt gerade sehr, sehr unrecht getan. Ich dachte, er hat die Kokosnuss fallen lassen. Also der Greis, der wird jetzt auch nicht mehr lange leben. Ey, selbst die Schwangere ist mitgegangen, ne? Oh Gott. Es kommt so ein Vogel und zack, tot. So. Der sitzt halt auch einfach an dem höchsten Punkt, den es hier gibt. So was stimmt denn nicht mit dir? So. Wechseln? Nein. Oh Mann. Wechseln? So. Geben? Zack. Okay. Wir haben hier rekrutiert, Leute. Er gehört uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, es wird noch ein Männchen sein. Und, ja, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Und bis dahin werde ich dann wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Kinderchen haben. Und wir werden dann diese diese ganze Möhre weiter bevölkern. Ich muss mal gucken, dass ich hier diese Nüsse dann nochmal mitnehme. Ja,
Nimmst du aber bitte einen Nuss mit? Okay. Okay. So. Bye bye.